In diesem Screencast möchte ich gerne die exemplarische Geschäftsprozessmodellierung vorstellen, eine szenariobasierte und visuelle Modellierungsmethode, die sich hervorragend für Workshops mit Fachabteilungen eignet. Die EGPM abgekürzte Methode ist als Bibliothek auf der Modellierungsplattform Adonis realisiert. Ich konzentriere mich im Folgenden auf den zentralen Modelltyp von EGPM, das Kooperationsbild. Ich möchte das Kooperationsbild anhand eines einfachen Versicherungsprozesses demonstrieren. In diesem Fall nehmen wir den Antragsprozess der Pfefferminzia-Versicherung. Die Randbedingungen notieren wir ganz gerne in so einem Notizfeld, was wir links oben in das Bild hineintun. Ein Kunde stellt einen Versicherungsantrag über einen Versicherungsmakler. Der Makler reicht das natürlich an die Versicherung weiter und der Annahme des Antrages soll nichts entgegenstehen. So, das hätten wir. Ja, natürlich die Akteure, der Kunde, der Makler und jetzt erstmal als großer Klotz die Pfefferminzia-Versicherung. Alles an seinem Platz. So, die soll ein schönes Hellblau bekommen. Ja, erstes Mal gehen wir davon aus, der Kunde vereinbart einen Termin per Telefon mit dem Versicherungsmakler. Das ist mal, um zu zeigen, dass hier auch Kooperationsmedien wie das Telefon gut dargestellt werden können. Und dann füllen die gemeinsam den Antrag aus, beziehungsweise der Kunde füllt ihn aus und unterschreibt ihn. Naja, und der Makler berät ihn dabei. Nun muss unser Antrag natürlich zur Versicherung. Wir gehen mal davon aus, dass der Makler den Antrag in Briefform, möglicherweise mit anderen Anträgen und Unterlagen zusammen, an die Versicherung schickt. Dort landet der Antrag in der Poststelle. In der Poststelle muss das Schriftstück geprüft und einem Adressaten zugeordnet werden. Wir benennen hier einmal keine spezifische Abteilung, sondern sprechen nur vom Sachbearbeiter. Die Poststelle gibt den Antrag an den Sachbearbeiter weiter. An diesem Kooperationsbild habe ich bereits demonstriert, die Weitergabe von Informationen, zum Beispiel per Telefon, die Weitergabe von Gegenständen, an denen beispielsweise gemeinsam gearbeitet wird, und die Bearbeitung von Gegenständen, jeweils durch einen eigenen Filetyp dargestellt. Weiter geht es mit unserem Sachbearbeiter. Der bekommt nun den Antrag und benutzt das Bestandssystem der Pfefferminzia, um diesen Antrag dort elektronisch zu erfassen. Erkennbar an dem Blitz und da sieht man, dass aus dem Papierantrag ein Antrag im Bestandssystem wird als nächstes. Im Bestandssystem kann der Sachbearbeiter den Antrag nun prüfen, ob er vollständig ist und ob die Angaben ausreichen, um eine Entscheidung zu treffen. An dieser Stelle mag uns nun auffallen, dass wir die Schrittnummer 4 zweimal vergeben haben und dadurch auch die nächsten beiden Schritte falsch nummeriert sind. Außer für parallele Schritte verlangt das Kooperationsbild aber eine strikte Nummerierung. Adonis und EGPM erlauben uns nun ein automatisches Heraufzählen aller Schrittnummern größer gleich 4. Aus 4456 wird 5567 und nur der erste Schritt mit der doppelten Nummer 5 muss noch korrigiert werden. Dieses Feature ist ebenfalls dann nützlich, wenn ein Schritt nachträglich eingefügt werden soll oder entfernt wird, denn auch das automatische Erniedrigen der Schrittnummern ist möglich. In unserem Prozess policiert als nächstes der Sachbearbeiter den Antrag im Bestandssystem, sodass daraus ein Vertrag wird. Die Policierung führt dazu, dass das Bestandssystem eine Police ausdruckt. Dabei wird das Bestandssystem als ein elektronischer Akteur modelliert. Es entsteht eine papierhafte Police, die in der Nähe der Poststelle ausgedruckt wird und dann von der Poststelle versendet wird. Die Poststelle verschickt die Police an den Makler und dieser leitet sie an seinen Kunden weiter. Ich habe nun am Beispiel der Pfefferminzia demonstriert, wie Kooperationsbilder mit Hilfe von
Akteuren, Gegenständen und den Aktionen, die in einer festen Schrittfolge ablaufen, eine Geschichte erzählen, als szenariobasierte Methode. Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Rückkopplung in Workshops ist der Stepper, den ich nun zeigen möchte. Mit ihm kann man alles auf Anfang zurückstellen und die Geschichte Schritt für Schritt erzählen. Wir sehen erneut die Terminvereinbarung und fügen wie hier beispielsweise eine Anmerkung hinzu, in diesem Fall, dass der Antrag im Rahmen eines Beratungsgesprächs ausgefüllt wird. Eine solche Anmerkung kann man dann später im Kooperationsbild auch an der Oberfläche sehen, als zusätzliche Markierung. Wir steppen weiter vorwärts, sehen das Verschicken des Antrags an die Poststelle, die Zuordnung in der Poststelle zum Sachbearbeiter, das Erfassen des Antrages, die Prüfung des Antrages, die Polizierung zu einem Vertrag und dann Druck und die Sendung an den Makler und zurück an den Kunden. Wir sind den Prozess einmal durchgegangen und haben ihn geringfügig korrigiert. Hier noch einmal der gesamte Prozess im Überblick.